Wir haben hier auf Handysektor ja einige Videos zum Thema intime Bilder, die vielleicht in den falschen oder richtigen Händen oder im schlimmsten Fall unfreiwillig online landen. Heute geht es aber um intime Fotos oder Videos von dir, von denen du vielleicht gar nichts weißt und die sich trotzdem online verbreiten können. Das könnten sogenannte Upskirting- oder Downblousing-Inhalte sein. Was du über die wissen musst, das erfährst du jetzt im Video. Kommen wir erstmal zu einer kleinen Begriffserklärung. Upskirting könnte man mit den Rock hoch und Downblousing die Bluse runter übersetzen. Heißt also einfach unter den Rock oder in den Ausschnitt hinein fotografieren oder filmen. Und das Problem daran ist, dass das mit den Smartphones heute ziemlich unbemerkt geschehen kann. Zum Beispiel im Bus, in der U-Bahn lehnt jemand neben dir und filmt oder fotografiert von oben in den Ausschnitt. Oder du gehst irgendwo die Treppe hoch und jemand hält dir von hinten, ohne dass du es bemerkst, ein Smartphone runter, macht Fotos. Diese Fotos können von der Person selbst gebraucht werden, werden aber oft auch online hochgeladen oder ausgetauscht. Und das ist nicht erlaubt. Dazu gibt es nämlich sogar ein eigenes Gesetz, nämlich den Paragraph 184k im Strafgesetzbuch. Und den haben wir tatsächlich zwei Aktivistinnen, nämlich Ida-Marie Sassenberg und Hannah Seidel, zu verdanken. Die beiden haben eine Online-Petition gestartet zu diesem Thema und schlussendlich damit erwirkt, dass im Bundestag ein entsprechendes Gesetz, nämlich der Paragraph 184k, beschlossen würde. Da sieht man mal, dass Online-Petitionen durchaus ihren Sinn haben können. Schaut man sich dieses Gesetz genauer an, dann erfährt man, dass wer ohne Einverständnis Fotos oder Videos in den Ausschnitt oder unter den Rock macht, mit Geldstrafen oder einer Haftstrafe von bis zu 2 Jahren rechnen muss. Das Problem an der Sache, Upskirting und Downblousing, geschieht ganz oft von Betroffenen unbemerkt, weil man vielleicht zum Beispiel selbst auf sein Smartphone schaut und gar nicht bemerkt, dass jemand gerade Fotos von oben oder von hinten von einem macht. Damit Täterinnen oder Täter aber ihre gerechte Strafe bekommen können, müssen sie natürlich erstmal angezeigt werden. Und dazu müssen Leute Upskirting und Downskirting erkennen können. Deswegen ist es total gut, dass du dir gerade dieses Video anschaust und jetzt vielleicht ein bisschen aufmerksamer durch die Welt gehst. Wenn du erkennst, dass jemand gerade dabei ist, heimlich Fotos in Ausschnitt oder unter den Rock zu machen, dann kannst du jetzt einschreiten. Überleg dir dazu in der Situation, was jetzt die beste Handlungsstrategie ist. Du kannst zum Beispiel andere Passanten oder Leute in der Nähe darauf ansprechen und um Unterstützung bitten. Du kannst die betroffene Person darauf hinweisen oder du kannst natürlich den Täter oder die Täterin direkt ansprechen und dann könnt ihr die Polizei rufen, um die ganze Sache aufzuklären. Auch wenn du solche Bilder online entdeckst oder zugeschickt bekommst, dann weißt du jetzt auf jeden Fall, dass solche Bilder illegal sind. Noch mehr Infos zum Thema Upskirting und Downblousing gibt es übrigens in unserem Artikel dazu, auch der ist in der Infobox verlinkt. Und wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da.